3, 2, 1, Boys ist hier im Start. Hallo Leute, heute zu einem neuen kommentierten Commentary von mir. Es ist der Freitagstalk und heute mit dem 456 Fusions hier. Ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal, xfusionsgaming.at. Bin ein guter Real-Life-Freund von Poisons und wohne auch ganz in der Nähe von ihm. Ja, wir hängen sehr viel in der Freizeit miteinander ab und ja, zocken miteinander. Okay. Ja, ihr wisst ja, dieser Freitagstalk. Ich habe wieder 5 Fragen für euch und fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Aber bevor wir anfangen, abonniert nochmal Fusions und mich. Ich werde jetzt ein bisschen mitreden eben. Ja. Okay. Erste Frage, wieso machst du YouTube-Videos, wenn das ein Clan-Channel ist? Also der Clan ist derzeit, also den Clan gibt es ja nicht mehr, also inaktiv, aber ich und Fusions sind noch im Clan. Also er ist nur ein kleiner Clan. Und weil ich nicht so viel Zeit habe, habe ich den jetzt mal geschlossen, aber mache trotzdem noch Videos auf dem Kanal. Da ich schon, ich will nicht sagen Erfolge, aber mir gefällt einfach dieser, dieser Kanal. Okay, zur zweiten Frage, wo Fusion jetzt mitreden kann, über die Hater. Wo einer sagt, das Video ist kacke. Er hat 0 Abonnenten, 0 Videoaufrufe und also er hat gar nichts. Und sagt, mein Video ist kacke, obwohl er selbst noch nie eins gemacht hat, schätze ich mal. Das finde ich ein bisschen dumm. Also, ja, also wir werden jetzt die ein Screenshot von den Kommentaren einfügen. Ja, natürlich, die sind immer... Ja, und dürft ihr auch gerne, wenn ihr wollt, die Namen werden nicht zensiert. Nein. Dürft ihr gerne... ja, okay, na, wie gesagt, ja, es ist ja eben unnötig. Ich habe auf meinem alten Kanal hatte ich 350 Abonnenten und 330.000 Aufrufe und so und habe Tutorials gemacht eben. Und da waren ein paar Leute, die haben kommentiert, ey du Lappen, mach mal gute Videos, du bist so schlecht. Und dann, wenn man da vergleicht, die Aufrufe und so, und die bringen entweder gar keine Videos oder irgendwelche... weiß ich nicht, irgendwelche Real Life zusammen irgendwas und haben nicht einmal Abonnenten und überhaupt nichts und kein Kanal ist ja nichts und reden einem ein, wie schlecht man ist und man soll mal gescheite Videos bringen und das ist eben ein unnötig und eine. Ja. Sehe ich auch so. Dann zur dritten Frage, wie findest du das Lied Chabos wissen, wer der Babo ist? Also von mir aus, ich finde es eigentlich lustig, also ich finde es mehr lustig und habe aber trotzdem sehr viel Deutschrap, so wie Kollega, aber ich finde Haftbefehl einfach eine Lachnummer und ja, ich finde das Lied jetzt nicht, dass es extrem scheiße ist, ich finde den Text, wenn das wer normaler singen würde, nicht so schlecht, aber so als, ja, als er das singt und wie er das singt, finde ich das ein bisschen dumm. Ja, das, er kommt so rüber, ja, wie wenn er der X-Rapper-Gangsters-HD wäre und ja. Alle 10 Sekunden kommt, ey, Chabos wissen, wer der Babu ist. Und ja, wenn es ein richtiger Rap wäre, wie es andere machen, ja. Nicht so ein Daher-Gerede. Ja, ich finde das Video recht schön. Also, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber. Ja, also, er weiß nicht. Wie ein bisschen lächerlich macht er sich, finde ich schon. Ja, das auf alle Fälle. Mit seiner Kappe hier mal Hand. Ja, die sieht echt humorlos auch. Ja. Aber ich mache am Dienstag, glaube ich, diese Woche noch ein Video über Julians Blog und Haftbefehl. Ja, die haben ja so einen kleinen Streit, aber das könnt ihr ja dann sehen auf meinem Kanal. Ja. So, dann zu einem bisschen längeren Frage hier auch von Freaky Fresh, der schon die erste Frage auch bekommen hat. Hast du die MOAP eingefügt? Du hast einmal 7 Points Streak, dann willst du einen Heli einsetzen und es kommt Airspace. Du Crow, danach machst du 2 Kills und hast auf einmal 25 Points Streak, Fragezeichen. Und als du die MOAP, glaube ich heißt das, einsetzen wollte, stand wieder Airspace to Crow. Logik? Ja, das ist, also ich habe, das ist eine echte MOAP, ich habe die auch echt erspielt. Aber ich wollte nicht die Morb einsetzen, sondern den Bayflow, glaube ich, war das. Und deswegen ist dort gestanden, er sprayed to Crowd. Ja. Ja, wenn man nämlich logisch denkt, sieht man das eben, wenn er den Bayflow hat und dann bei der 18er Streak hat er den Ospreay-Gunner. Und wenn man dann das mitkriegt und ein bisschen mathematisch veranlagt ist, merkt man dann, wenn er da dann 7 Kills noch macht,
dass er dann ohne 7 Kills macht, ohne zu sterben, dass er dann logischerweise die Moab hat. Und die hat er dann auch gemacht, weil er eben 7 Kills ohne zu sterben gemacht hat. Ja. Also ist euch eben auch eine Moab. Okay. Das sollte er sich einfügen, wenn er sie eh bekommen hat. Ja. Würde ich auch sagen. Aber ist ja egal. Und jetzt zu der letzten Frage, die ein bisschen länger dauern, oder? Ja, ein bisschen länger. Die über mein, wie du gestellt hast, meine CPU, mein Prozessor, also habe ich ja gesagt, mein CPU, meine Grafikkarte und so betreffen soll. Ja, kannst du auch ein bisschen detaillierter. Ja, so. Klar. Da habe ich eh hier irgendwo, ja, ja. Okay. Ich habe den Intel Core i7 3610 QM Prozessor, keine Ahnung, das ist glaube ich Taktfrequenz von 2,3 GHz. Ja, genau. Und 8 GB Arbeitsspeicher. Was ist dann noch wichtig? 57 GB Festplattenkapazität. Bildschirmdiagonale habe ich 15,6 Zoll. Und die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce GTX 76M DirectX 11. Und ich werde aber das Bild auch noch im Video jetzt hier einfügen. Ja. Ja, also, ja, die Display hat dann noch ein Full HD Display, 1920x1080 Pixel mit LED Backlight, die Grafik, die hat 1,5 GB Vorrahmen. Ja, super Intel, die eine ist sehr neue. Ja. Ja, was hat er sonst noch da, der Kollege? Ja, USB 3.0, Bluetooth 4.0 und was jetzt sonst noch die aktuellen Laptop eben haben mit USB 3.0 und HDMI und ja, LAN. Ja. WLAN. Und das Ganze läuft auf Windows 7 Home Premium 64-Bit. Ja, das weißt du, Techniker, natürlich. Okay. Ja, ich werde mir auch so einen Mirny Razer eben zulegen. Weil der Leon, also du schwärmst ja davon, dass die Teile richtig geil sind und die haben einfach ein Wahnsinns-Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man das vergleicht. Mit den Asus zum Beispiel, da muss man 400 Euro mehr drauflegen, weil es eben eine Marke ist und manche Leute, die reden Medien so schlecht, aber es ist von dem nichts von Medien und die kaufen mir trotzdem noch alles zu. Es ist eine Nvidia-Grafikkarte, eine Intel CPU, es ist eine Samsung Festplatte und das, ja, verstehe ich nicht, warum das manche Leute nicht mögen. Okay. Ja, okay. Also, vielleicht bis zu den Hofer-Ruf oder Aldi bei euch, dass er da seinen Supermarkt-Laptops hat, aber okay. Okay, ja, also brav abonnieren, liken und kommentieren. Ja. Das war euer Poises und auf danke, dass ihr da angeschaut habt und ciao. Ciao.